Wir erinnern uns noch, ein Nazi-Netzwerk in Mecklenburg-Vorpommern, Todeslisten, Namen linker Politiker und bestellte Leichensäcke. Das rechtsextreme Prepper-Netzwerk Nordkreuz aus Mecklenburg-Vorpommern soll sich auf einen sogenannten Tag X vorbereitet haben, den von ihnen erwarteten Zusammenbruch der staatlichen Ordnung durch eine Flüchtlingswelle oder islamistische Anschläge und die anschließende Ermordung politischer Gegner. Hierbei planten sie angeblich Angriffe auf Letztere und sammelten hierzu 25.000 Namen nebst Adressen. Aber dem nicht genug, sie sollen bereits geplant haben, auch 200 Leichensäcke und sogenannten Ätzkalk zu bestellen. Die Folge ist ein Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof gegen zwei Beschuldigte wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat gemäß § 89a StGB. Die Ermittlung führt insoweit das BKA. Doch seltsamerweise lässt dieses nunmehr etwas den medialen Berichten Gegenläufiges verlauten. Eine Gefährdung der in den Asservaten genannten Personen, Institutionen und Organisationen ist nach Einschätzung des Bundeskriminalamtes aktuell auszuschließen. Dieser Bewertung schließen sich die Sicherheitsbehörden des Landes nach eigener Bewertung der vom BKA übersandten Unterlagen uneingeschränkt an. Nach derzeitigen Erkenntnissen liegen damals wie heute keine Gefährdungsaspekte zu diesen Personen und Institutionen vor. Innenminister Lorenz Cafier formulierte es sogar noch schärfer, gerade auch mit Hinblick auf die mediale Berichterstattung. Der derzeit in der medialen und öffentlichen Diskussion verbreitete Begriff der Feindes- oder gar Todesliste ist nach Einschätzung aller an dem Verfahren beteiligten Behörden konsequent zurückzuweisen. Aufgrund der aktuellen Berichterstattung und einiger unzutreffender Bewertungen, die teilweise auch aus dem politischen Raum immer wieder verbreitet werden, nehme ich als Innenminister, nehmen die Sicherheitsbehörden eine größere Verunsicherung wahr. Nachdem das BKA nun Zeugen aus Mecklenburg-Vorpommern befragt hat und aufgrund des offenbar mittlerweile entstandenen öffentlichen Informationsbedürfnisses habe ich mich dazu entschlossen, nunmehr alle Personen und Institutionen, die im Bereich der vom Bundeskriminalamt an das Land Mecklenburg-Vorpommern übersandten Asservate verzeichnet sind und Bezug zu unserem Land haben, zu informieren. Das erinnert doch stark an einen anderen Vorfall, der ebenfalls eine große mediale Aufmerksamkeit erzeugte und sich im Nachhinein als nicht ganz so richtig herausstellte. Hase, du bleibst hier. Du bleibst hier. Man sollte jetzt annehmen, man würde die Bürger nun wieder beruhigen, die falsche Panikmache revidieren, die Wogen glätten. Aber dem ist offensichtlich nicht so. Anstelle dessen schickte man nun 1200 Betroffenen einen Brief. Darin werden die Betroffenen zunächst darüber informiert, dass das Bundeskriminalamt bei Durchsuchungen Ende August 2017 Materialsammlungen zu Personen und Institutionen unter anderem aus Mecklenburg-Vorpommern festgestellt habe, die überwiegend im Zeitraum der Jahre 2015 bis 2017 aus öffentlich zugänglichen Quellen, zum Beispiel aus dem Internet, zusammengetragen worden waren. Die Angeschriebenen erfahren aber weiterhin, dass das BKA aktuell eine Gefährdung der genannten Personen, Institutionen und Organisationen ausschließt. Oh ja, das ist doch genau, was man hören möchte, wenn man dann nicht beruhigt ist. Ach ja, du stehst auf diesen Listen aus Mecklenburg-Vorpommern, hast du bestimmt von in den Nachrichten gehört. Aber Sorgen machen brauchst du dir nicht, ne? Also tschüssi dann. Ja, wie eine liebevolle Stiefmutter nimmt dich der Staat in seine schützenden Arme. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das war's dann für heute. Machst du da keinen Stress in der Phonetik, nicht?
und tust du beim nächsten Mal bisschen besser gucken, bevor sie dir wieder so eine Durchstoßlegende erzählen. Ja? Schreib sie mir mal in die Kommentare, ja? Was du so darüber denkst. Und dann können wir vielleicht ein bisschen drüber schnacken, nicht? Ne?